Ja, der Rückblick sieht folgendermaßen aus, dass wir jetzt gerade das erste Geschäftshalbjahr hinter uns haben und die Zahlen sind jetzt relativ frisch auf dem Tisch. Wir haben 20% mehr wie letztes Jahr im Zeitraum erreicht und damit sind wir alle sehr, sehr zufrieden. Das Jahr 2018 sieht für uns, der Firma Fuji, sehr gut aus. Wir haben unsere Prognosen und den Forecast dahingehend erstellt, dass wir auch mit einem ständigen Wachstum von 10-20% rechnen. Und wir werden auf jeden Fall in Richtung Smart Factory weiter unterwegs sein, das Ganze noch intensivieren. Und das ist für uns die Zukunft. Industrie 4.0 mit Smart Factory, da gehen wir hin, da werden wir die Sachen vertiefen und gleichzeitig natürlich neue Innovationen auf den Markt bringen. Wir hören nie auf, neue Sachen zu entwickeln. Und das sind wir auch bekannt für. Die Highlights auf dieser Messe, auf der Produktronica 2017. Wir haben zwei große Bereiche dargestellt. Auf der einen Seite haben wir die Smart Electronic Factory live. Und auf der anderen Seite haben wir die Hightech Area, wo wir einzelne Maschinen im Hightech-Bereich ausstellen. Das Highlight von der Smart Factory Linie ist das, dass hier die Linie live gezeigt wird mit unseren Partnerfirmen, mit einem AGV, mit einem Tower, mit einem SPI. Die Maschinen reden smart miteinander, die kommunizieren. Zum Beispiel, dass der SPI sagt, der Drucker sollte eine Korrektur durchführen, ein Offset in X und Y. Die kommunizieren miteinander, der Drucker macht jetzt ein Offset und danach sind wir wieder auf Nullpunkt. Das Ganze machen wir auch in der Kombination mit einem AOI und unserer Bestückmaschine, der NXT3. Und der Tower zum Beispiel bringt die leerlaufende Rolle direkt von hier automatisch ohne Operator direkt an die Maschine. Und dort kann dann die Rolle gewechselt werden. Also in Richtung Industrie 4.0, IoT, Big Data sind wir sehr gut unterwegs.